Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wild. Diesmal gehe ich auf eine Bitte ein, nämlich vom KenoxLPAYT, wahrscheinlich YouTube. Der hat mich gefragt, ob ich nicht Sims 2 zocken kann. Euch so. KenoxLPAYT, selbstverständlich kann ich das machen. Und heute spielen wir geile Sims 2 auf dem Gameboy. Und ja, wir gucken einfach mal rein. Ich fange das einfach schon mal hier an in diesem Screen bei der Sprachauswahl, weil der genauso aussah wie bei The Herbs. Und ich dachte, das wäre ein interessanter Fact, den ich euch erzählen könnte. Deutsch! Oh, das war der A-Knopf. Von 2005 das Spiel, okay? Swaggige Musik, wie wir es von dem Vorgänger kennen. Bam! Ja, ich habe mich über das Spiel noch gar nicht informiert. Noch überhaupt nicht. Ich habe Sims 2 damals super gern gespielt, auf dem PC, auch auf der PS2 damals mit einem Kollegen. Das war schon super geil. Ich würde sagen, wir machen einfach direkt in die Option. Ja, das ist okay. Das passt. Das ist okay. Okay. Sim erstellen! Mal sehen, wer wird unsere Sim? Ja, was nehmen wir denn? Fuck, ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Wie wär's mit? Ich hab den perfekten Namen, Leute. Herbert. Ah, da fehlt noch das gewisse Etwas. Wisst ihr, wie ich meine? Herbert. Herbert 1. Okay, ich wollte eigentlich Herbert 100% machen, aber Herbert 1, genau. Wir sind männlich und. Ja, komm, wir sind mal super bleich. Wow, vier Frisuren zur Auswahl. Unbelievable. Ja, nehmen wir den Afro so, Plump-Style. Afro muss schon swaggy sein, also nehmen wir das. Ja, das ist wunderschön. Ja, nehmen wir mal was Langes. Und zwar in der Farbe hier und dann. Oh, ich hasse ja wirklich so kurze Hosen, ey. Die sehen so kacke aus meistens. Bin kein großer Fan, wir nehmen die hier. Und zwar. Ja, so ist perfekt. Schuss, egal. Oh, wir können sogar tatsächlich eine Laufbahn wählen. Das ist interessant. Freundlich, verdiene Quoten durch freundliches Gespräche. Romantische Quoten durch romantische Gespräche. Bedrohlich, verdiene Quoten durch bedrohliche Gespräche. Also Leute, wenn Herbert, der Disco King, 1 ist, dann ist er auf jeden Fall verfickt romantisch. Wir nehmen das. Bam. Akt auf Drohung zu bestätigen. Ja! Yeah. G-Rosenklappe, der Faggot. Willkommen in meinem Büro, Herbert 1. Du bist hier, um mir zu helfen, wie diese Shows auf dem Platz. Warte. Ich erinnere mich düster, das habe ich schon mal gespielt. Aber noch lange vor der Zeit, bevor ich Let's Player geworden bin, so, ja. Yeah. Ah, richtig. Wir sind quasi in so einer Show, eine Fernsehshow. Und wir müssen die Einschaltquoten nach oben treiben. Das war's, richtig. Ich werde dir deinen ersten Ausflug nach Merkwürdighausen zur Seite stehen. Will sicher gehen, dass du nicht schon zu Beginn alles vermasselst. Naja, natürlich werde ich dich nicht wirklich begleiten. Wenn jemand herausfindet, dass ich hinter all dem stecke, können wir die ganze Show vergessen. Ich habe meine Leute angewiesen, einen glitzekleinen Ohrhörer zu entwickeln, den du ganz neu tragen wirst. So kann ich mit dir sprechen, ohne dass es jemand merkt. Jetzt mach dich auf den Weg und ich werde dir helfen, deinen ersten Tag in Merkwürdighausen zu überstehen. Besorg uns die Quoten, Bruder. Richtig, die Quoten. Jetzt verstehe ich das auch mit dem Dingens, mit dem. Mit den Quoten von wegen Laufbahn und so. Wir müssen halt romantisch sein. Für geile Quoten. Erkunde die Stadt, okay? Oh, und hier können wir schon alle sehen, oder was? Wir können ja scheinbar schon alle Sims sehen, die es gibt. Okay, mal gucken. Aliens? Als Sims 2 rauskam, waren Aliens eine ganz große Sache. Da bin ich mir noch sicher. Fusili, ja, sehr sexy. Bigfoot können wir daten, okay? Eva Eddie, der Boy, ist wieder am Start. Genau wie Bruno Wesson, Alto. Mal gucken, ob ich noch mehr alte Gesichter erkenne. Die sind alle neu scheinbar. Mama Eva. Ist das Eva Eddies Mutter? Okay, genial.
Nutzt die Rosenklappe, kennen wir auch noch. Die ist neu. Wilma Welle, kennen wir auch noch. Eine Mumie, Maulwurfkönig, wunderschön. Pfefferbaule, ist Pfefferbaule nicht der tote Bruder? Okay. Ja, stimmt. In The Herbs haben wir uns als Pfefferbaule verkleidet. Bene Perot, die sind neu. Heini Schniesel, Eugen Banzer, Tristan Legende und Nieti. Okay, also es gibt auf jeden Fall einiges an Leuten noch zurück. Die Steuerung ist genauso wie bei The Herbs und so. Können wir noch irgendwas anderes machen? Ah ja, hier haben wir noch ein Inventar, okay. Wir können wieder Müll sammeln. Kuhglocken, okay. Raumschiffteile, sicher, warum nicht? Schluck-Schluck-Cola-Dosen, geil. Hier haben wir, glaube ich, das normale Ding und hier weiß ich nicht, was in der Mitte kommt. Das ist deine Hand, du müsstest eigentlich wissen, wie man sie gebraucht. ja. Aber wieso habe ich hier eine Hand? Okay. Das ist etwas weird, aber gut. Vertrauen ist eine Fähigkeit. Mechanik, Stärke, Persönlichkeit, Aktivität. Attraktivität ist auch eine Fähigkeit. Okay. Es gibt auf jeden Fall ein paar ungewöhnliche Skills hier. Gucken wir uns mal die Map an. Dein Haus, die scheint so relativ groß zu sein. Wow, die Spielwelt scheint relativ groß zu sein, tatsächlich. Könnte das ein besseres der Orb sein, Leute? Leck mich, fett. Kommt mir vielleicht nur so groß vor. Das kann auch sein. Okay, machen wir weiter. Bevor wir hier ganz versauern. Ist das unsere Hut? Ein bisschen leer, aber schon mal ganz groß. Das ist dein Haus, Herbert 1. Sieh es dir gründlich an. Denn du wirst eine ganze Weile hier wohnen. Du brauchst noch ein paar Möbel, aber das kann warten. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die nicht warten können. Und deshalb habe ich mein Team gebeten, dir eine Toilette zu besorgen. Sie wird nicht hochmodern sein, aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Geh jetzt erstmal raus, Junge, und sieh dir die Stadt an. Ja, lass mal uns die Stadt ansehen. Okay. Wenn ich R drücke, habe ich hier meine Hand. Das ist interessant. Oh, ups, ich habe vorgespielt. Sorry, Leute. Ich würde mir gerne meine Bedürfnisse ansehen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Dann müssen wir wohl dann Mind unseres Sims lesen, was er für Probleme hat. Oh, das sind deine Nachbarn. Alter, Eber Eddie, die geile Sau. Das ist Eber Eddie, ein schmuddeliger, rauer Biker. Definitiv nicht mein Umgang. Warum freust du dich nicht mit dem Mann? Er ist immer vom Vorteil, einen großen, starken Freund zu haben, da er in einer neuen Stadt den Rücken frei hält. Ich hoffe nur, er ist nicht so eklig wie Sims brechen aus. Da war es relativ kacke, sich mit dem Mann zu freunden. Wenigstens haben sie die Stimme geändert. Hey, wie geht's? Du bist gerade erst hier eingezogen. Da sind wir Nachbarn. Ich heiße Eber Eddie. Das ist eine prima Stadt. Ich bin sicher, du wirst noch froh sein, hier eingezogen zu sein. Er hat immer so schön gelacht. Okay, Herbert 1. Jetzt auf mit dem Gequatsche. Wenn du dich mit diesem Kerl anfreunden willst, musst du schon mehr über die Lippen bringen als nur ein Wie geht's. Versuche mal mit deiner freundlichen Konservation. Jetzt leg dich mal ein Zeug, nachdem du deine Konservation begonnen hast. Tu einfach ein paar Sachen, die dich sympathisch machen. Okay. Yeah! Alter. Als würden wir einen Kampf beginnen. Oh, das finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt haben wir Plaudern Level 1 und Unterhalten Level 1. Machen wir mal Plaudern. Oh, Schmuckpapagei. Ja, Bruder, ich auch. Ey, kennst du den vor dem Hut, lol? Okay. Das ist ziemlich cool. Früher war das ja so, dass du halt nur einfach so etwas ausprobieren musst, was die Sims mögen, was nicht. Aber hier geht das ja relativ normal. Also, ja, normal. Hier geht es ja relativ easy. Und wir haben Freundlichkeit Level 1 bekommen, okay? Coole Sache, Alter. Der Witz mit dem Hut. Geiler Shit. Ich habe dir erst vor ein paar Minuten kennengelernt, aber ich habe das Gefühl, als wären wir bereits innige Freunde. Ja. Ich habe jetzt allerdings was zu erledigen. Wir sehen uns später, Herbert 1. Hau rein. Denk an mich, wenn du an Hüte denkst. Bewirkt, du hast ja richtig mit den Finger gewickelt. Diesen Trotteln werden niemals dahinter kommen, was hier eigentlich gespielt wird. Ach so, das ist eine Show? Aber die Leute, die daran mitspielen, haben keine Ahnung. Kann das sein? Ist das die Rosenklappes böser Plan und helfen wir ihnen einfach? Was ist los mit uns? Wenn du dich erst einmal mit der Stadtbewohnern eingeschleimt hast, wird es umso leichter werden, jede Menge Verrücktheiten anzustellen, mit denen wir die Quoten in die Höhe treiben.
Wenn du mit den Stadtbewohnern sprichst, wirst du eine Zeit immer geschickter darin werden, die Sozialaktion so einzusetzen, wie es dein Gesprächspartner von dir erwarten. Ja. Nach einer gewissen Zeit musst du neue Sozialaktionen lernen, weil nicht alle Leute auf die gleiche Scheiße abspringen, Alter. Gefällt jemandem eine Aktion nicht, versuch es mit einer anderen. Leute, ich verstehe das Leben jetzt, passt auf. Oh fuck, komm schon, Josenkappe. Oh, das hätte ich ja schon fast vergessen, Mann. Am Anfang habe ich dir ein paar Simoleons auf dem Bankkonto gezahlt. Wir dürfen kein Misstrauen in die Stadtbewohner wecken. Von nun an musst du dir seltsame Jobs annehmen oder dich an Spielen beteiligen, um dein eigenes Geld zu verdienen, du Arsch. Wenn du willst, dass dich diese Trotte als neue Nachbarn respektieren, brauchst du ein paar Möbel, besuche das Pfandhaus, geh einfach in die Straße hinauf, Mann. In der Zwischenzeit wird das Produktionsteam deine Toilette einbauen. Danke. Yay. Keine $500, 499, selbstverständlich. Also Leute, passt auf. Eigentlich sind wir das komplette Böse. Wir sind in eine Stadt gezogen, auf Wunsch von G. Rosenklappe, dem Ekligen, sagen uns, okay, wir machen jetzt eine dämliche Show, die Leute um uns herum haben keine Ahnung, außer G. Rosenklappe und halt Leute, die meine Toilette einbauen. Und Herbert 1, ja, hat den Karrierelaufbahn gewählt, Romantiker zu sein. Das bedeutet, er geht jetzt in die Welt hinaus, hat romantische Interessen mit allen möglichen Leuten, bricht ihnen das verdammte Herz, nur für scheiß Einschaltquoten. Wir sind das pure Böse, Leute. Okay, machen wir weiter. Ich wollte das nur mal hinausheben, wie eklig wir eigentlich sind. Eine Dose! Einfach die Straße hinauf, hat er gesagt, wa? Na dann los, zur Not haben wir noch eine Map. Das Spiel sieht irgendwie hübscher aus als der Herbs, oder? Kommt mir das nur so vor. Sieht wirklich gut aus. Also für so im Vergleich zu den anderen Sims-Spielen, die wir gespielt haben. So hört man sich wieder. Wie sieht's aus, Alter? Hast du bereits Möbel für deinen Hut gekauft? Ah, ja, es ist immer schwierig, ganz von vorne anzufangen. Eber Eddie ist so überraschend nett. Er war ziemliches Arschloch letztes Mal. Also damals. Oder irre ich mich? Dann so hat man Ausrede. Ich hänge es einfach an meinem Bike und fahre in die nächste Stadt. Wenn du etwas brauchst, geh einfach. Was für ein Leben, ne? Geh einfach zum Ladenbesitzer und red mit ihm. Der Laden wird jeden Tag neu beliefert. Schau es einfach mal rein. Wenn du einmal nicht das findest, was du suchst. Ich suche da einen Dingsbums für mein Motorrad. Hatte aber leider kein Glück. Toll. Coole Story, Bro. Also ein Bett, wenn wir brauchen. Wir brauchen eigentlich all diesen Scheiß. Fuck. Ich habe keine Dusche. Awesome. Ja, dann lassen wir es halt. Du hast dir heiße Sachen zugelegt. Willst du mal mein Bike ansehen? Ist ein echtes. Scheiße, ich muss pissen, du Pimmler. Oh, anscheinend musst du ganz dringend auf die Toilette. Das sehe ich an deinem Gesicht. Das Motorrad läuft uns ja nicht weg. Erledige jetzt lieber dein Geschäft, Mann. Ahaha. Bei der Blase. Okay, und hier sieht man immer wieder, was man zu tun hat. Wie dieser Quest-Logbuch-Dinger von damals. Also eigentlich ist das genau das Gleiche. Und ist dieser Typ halt ernsthaft eine Puppe? Okay, warum nicht? Die Toilette ist eingebaut, du kannst auch andere Möbel aufstellen. Boah, wahrscheinlich gehen wir gerade noch rechtzeitig. Beeil dich, bevor dein Missgeschick passiert. Ich werde dich nicht aus dem Knast freikaufen, nur weil du dich nicht unter Kontrolle hast. Wow, das wäre gar kein schlechtes Material für eine coole TV-Show. Alter, wenn ich mich einpisse und dafür verhaftet werde? Hast du mal RTL geguckt? Die scheiß Einschaltquoten sind riesig. Was du auch im Auge behalten solltest, ist deine Leistungsanzeige. Wenn du den ganzen Tag am Set bist, Mann, musst du wirklich gut drauf sein. Wenn du deine Bedürfnisse befriedigst, hältst du deine Leistungsanzeige hoch. Mit leeren Mangeln kannst du dich nicht schauspielern. Das funktioniert nicht. Und denk daran, dich so schnell wie möglich um deine Bedürfnisse zu kümmern. Sonst fällt die Anzeige rapide ab. Ja, ist okay. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt lange nichts tun, pinkeln wir uns ein. Also, das könnte sein. Ist ja ziemlich öd sein. Was zum Teufel? Was geht ab, Bruder? Hallo! Laufen diese Woche ein paar gute Filme? Ich wollte mir den neuen Zefberg-Zirkel-Rugelung-Film ansehen. Aber es scheint nirgendwo zu laufen. Ich schätze mal, dass er an diesem Planeten nicht gezeigt wird. Nun kann ich dir irgendwie helfen. Du hast mich hier in einen sehr privaten Moment erwischt. Hast du den Wink verstanden? Mit anderen Worten, verschwinde hier, bevor ich dir die Augen verstrahle und dein Hirn verspeise. Danke, aber ich muss kacken. Das war ich zum Brüllen.
Tut mir leid, das war Purple. Er scheint einer der Außerirdischen, die ich später einbringen möchte, um ein wenig Schwung in die Show zu bringen. Er ist ziemlich früh aufgetaucht, deshalb habe ich ihm gesagt, er soll sich in deinem Haus verstecken. Wenn du ihn überreden willst, seinen Platz auf dem Porzellanthron abzugeben, musst du schon hart durchgreifen. Wenn du das nächste Mal mit ihm sprichst, Mann, sollst du die furchteinflößende Haltung zu ihm gehen. Versuche ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Ja, soll ich ihn aufs Maul hauen? Okay. Yo, Faggot! Bedrohliches Gespräch! Zeit für einen Kampf! Faggot! Yo, du stinkst wie... Feuer! Und ich bin nervig wie der Fliege! Oh ja, wirklich nervig wie der Fliege! Kacke, Alter! Stinkst wie Feuer, du Arsch! Ich wette, wenn du vorsichtig Feuer dran haltest, dann wird es größer! Du bist gar nicht heiß! Oh Leute, jetzt hab ich's ihm gegeben! Jetzt hab ich's ihm gegeben! Bedrohlich eins mit Purple verdient! Geil, Würfel! Hey du, beruhig dich, du gereizte menschliche Grasblase! Kann eine Kreatur dem Ruf der Natur nicht einfach mal in Ruhe Folge leisten? Also ernsthaft, wieso haben wir nicht einfach kurz gewartet, bis er fertig war? Was zum Teufel? Aber der Rest meiner Volkes mich hier gestanden auf diesem Planeten findet, bist du dran. Man sieht sich, du Jammerlappen. Lass mich aufs Klo, mein Schatz. Danke. Pass auf, Herbert 1. Ich habe keine Lust, jedes Mal anzutanzen, wenn du eine schwierige Aufgabe zu erledigen hast. Das schien nicht sonderlich schwer, ließ sich schnell überzeugen. Egal. Hast du Burpee schon von der Toilette verscheucht? Ja, siehst du doch. Jetzt geh raus, ich muss kacken. Ich meine, den Ruf der Natur folgen, es tut mir leid. Was ist denn das? War das etwa Purple, du lieber Güter? Ihr in dieser Strahlungsstopfer und versucht dein Glück. Das ist kein Job für Leute, die im Geld schwimmen, so wie ich. Wir treffen uns im Vorstandsbüro, wenn du dich um dein Geschäft gekümmert hast. Ja, mein Junge, ist okay. Okay, müssen wir unsere Toilette reparieren. Ach ja. Oh, das ging schnell. Scheinbar kann man hier auch reparieren, wieder lernen. Skillen, das ist cool. Habe ich in Sims 2 immer gemacht, weil es mir voll auf den Sack gegangen ist, wenn ich etwas nicht reparieren konnte in Z. Ist es der Ernst, hast du das Ding direkt schon wieder kaputt gemacht? Oh mein Gott. Herbert 1, wir müssen uns mal über deine reparatorischen Fähigkeiten unterhalten, mein Schatz. Ach, was soll's, das passt schon. Er macht das schon, Leute, er macht das schon. Wenigstens hat er den Schleim weggewischt, das ist schon mal gut. Und ich weiß, das Spiel hat Potenzial, es scheint cool zu sein. Würdet ihr dann ein Let's Play von diesem Spiel wollen? Könnt ihr mir ja sagen, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt. Und dann entscheiden. Ich würde es auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Also, wo ist der süße Boy? Lebt er eigentlich hier? So sein ganzes Leben lang? Okay, Herbert 1, du hast lange genug gebraucht, um deine Verdauung in den Griff zu bekommen. Bevor du dich wieder in den Stadtbewohnern zuwendest, habe ich noch eine andere Aufgabe für dich. Ab und zu machen wir eine Werbeunterbrechung. Und ich möchte dich dabei haben. Werbung ist doch viel cooler, wenn die Stars der Show daran mitwirken, findest du nicht? Mach dir keine Sorgen, du wirst natürlich bezahlt, aber nur, wenn du deine Sache gut machst. Bist du bereit? Okay, es geht los, Action! Wie Werbung, was? Cola-Werbung! Lass dich nicht vom Kind Schluck-Schluck erwischen. Drücke wiederholt den A-Knopf, um wegzulaufen, aber vorsichtig. Läufst du zu schnell, explodiert deine Cola. Ja, okay, mach einfach. Ah! Okay, wir dürfen nicht dafür sorgen, dass unsere Cola explodiert. Also chillen wir mal ein bisschen. Wie sorge ich denn dafür, dass alles wieder cool ist? Oh, fuck. Ah, lauf! Oh, Gott! Ah, okay, wir haben was getrunken. Okay, okay. Verstehe. Oh, Gott, lauf! Nein! Ah, okay, wir wurden gerackt. Alter, was für ein creepiges Vieh. Ich werde nie wieder Cola trinken. Hey, 50 Monats, immerhin. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Je aufregender unsere Werbespots sind, desto höher steigen unsere Quoten. Ja, es hat voll Spaß gemacht, verdaut zu werden. Und somit verdiene ich auch meine Kohle. Oh, und du natürlich auch, aber nicht annähernd so viel wie ich. Während du weg warst, hat Eddie angerufen. Er meinte, du sollst in die Kneipe kommen, um mit ihm zu sprechen. Scheinbar hast du irgendwas verbockt. Ich glaube, du steckst in Schwierigkeiten, aber du solltest trotzdem hingehen.
Mach weiter und nimm dieses Handy. Es ist damit mit dem Mikro verbunden, sodass die Zuschauer ein Gespräch mit anhören können. Und falls du mal jemanden anrufen solltest, wird jedes Mal, wenn du jemanden wenn du jemand Neues triffst, dessen Name und Telefonnummer dein Telefon gespeichert. Schau mal nach, Ellis Nummer sollte bereits drin sein. Und jetzt mach dich auf den Weg zur Kneipe, aber Dali. Das ist ziemlich cool. Endlich mein Handy in diesem Spiel. Oder in diesen Spielen, besser gesagt. Hey, was zum Teufel? Okay. Ach, in der Mitte war das geile Handy. Awesome. Freund anrufen. Doppel, mein bester Freund. Keiner geht ran, das ist sehr traurig. Na gut. Ach ja. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich cool, dass man hier ein Handy hat und nicht zu einer verdammten Telefonzentrale oder sowas hinrennen muss. Das wäre super scheiße. Na gut. Hier wird unser Bett sein. Ist aber ziemlich groß und unser Mini-Kühlschrank, den packen wir einfach, keine Ahnung. Das ist jetzt die Küche. Fertig. Warm. Awesome. Wir brauchen immer noch eine Dusche. Immer noch eine Dusche. Wir sollten mal vielleicht, keine Ahnung, wie teuer war die nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Egal. In die Kneipe. Okay, da kommen wir nicht lang. Da ist noch versperrt. Das ist eh bei Eddie's Hood, glaube ich. Nee, das ist irgendein Sanitärszelt, okay. Ich glaube, wenn wir am Sterben sind, dann kommen wir hier hin. Dünn. Ich frage mich, ob ich diesmal diesen Kram hier verticken kann. Dünn. Boah, es ist warm heute. Ist ja richtig ekelhaft, Leute. Hallo. Naja, was soll's. Hallo. Was geht ab? Pass mal auf, du Torfkopf. Ich weiß, dass mein Vater dich beauftragt hat, mich zu überwachen, aber das ist wirklich nicht nötig. Bist du nicht einer von den Schlägern meines Vaters? Dieser Haarschnitt, damit siehst du genauso aus wie so ein Lakai. Oh, entschuldige, Herbert 1, ich bin Ara Fusili. Aber prahle nicht damit, dass du mich kennst, es könnte gefährlich sein. Hey, schau nicht so deprimiert, ich bin nicht wirklich böse, nur gerissen. Was gibt's, was geht ab? Ja, okay, hau rein. Ja, was geht ab? Mann, wo steckst du jetzt hier in der Kneipe und warte auf seinen Arsch, ey? Beeil dich! Alter, ich weiß nicht, wo die Kneipe ist. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Schab? Es sieht nicht aus wie eine Kneipe. Okay, ich rede erstmal nicht mit neuen Leuten. Ich gehe einfach zu Eber Eddie, dem Süßen. Ist hier eine Kneipe? Da ist Luzi. Luzi Schnurzi. Das könnte eine Kneipe sein. Yo! Was geht ab, Eber Eddie? Überraschung! Ich wünsche dir einen guten Start im neuen Haus. Oh, damit hast du bestimmt nicht gerechnet. Der ist so nett, das ist so ungewöhnlich. Eine fette Party, ganz allein für dich. Augenblick mal. Also, das hier ist gar nicht meine Recycling-Abstimmung. Bürgermeister Ehrlicher. Ihr habt es schon dreimal gesagt, das ist die Einweihungsparty für. Verflixt, ich müsste längst im Rathaus sein, deswegen das Recycling. Nein, wegen des Recycling-Gesetzes. Entschuldige, Verzeihung. Tschüss, Bürgermeister. Hey Nachbar, willkommen dagegen. Hier ist eine Kleinigkeit, deine Bude zu verschönern. Ist das schon wieder so eine Willkommen-Fußmatte von deiner Mama genäht? Was für ein jämmerliches Geschenk, Alter. Das ist Eugen Panzer. Der einzige Kerl im Merkwürdighausen, der ein wilderes Temperament hat als ich. Eddie, wer ist dieser schwächliche, milchgesichtige Vagabund? Wie ist dein Name, Erbsnirn? Spuck's aus! Ich hab gehört, hier soll eine Party steigen. Also, was geht ab? Hey Ara! Yeah! Wir feiern die Ankunft von Herbert 1 in Merkwürdighausen. Oh, hi Herbert 1. Und wo ist das Essen? Psst, normalerweise bin ich nicht so ein Miesepeter, Herbert 1. Eigentlich bin ich eine gute Seele. Aber der rassische Veränderer macht mir Angst. Piss dich nicht ein, Bruder. Habe ich dich recht, Eddie? Du inkompetentes hirnloses Riesenbaby! Ich mag dein Spirit oder so. Ist das so eine Party? Wo ist die Musik? Wo bleibt die Stimmung? Wo ist die Party? Warte, ich gehe mal eben in den Keller. Da habe ich ein ganzes Fass Trockenfleisch und 50 Liter Traubensaft. Du bist doch nicht schon wieder auf Salzdiät, oder? War das gerade so eine Sitcom-Lache? Folge komplett! Jede Folge wird von unserer Lieblingsfamilie den Grusels bewertet.
Je besser du in einer Folge abgeschnitten hast, desto mehr Quotenpunkte geben die Grusels hier. Sammle Quotenpunkte, um dir neue Sozialaktionen und neue verdrehte Handlungen zu tauschen. Okay. Laufbahngespräche, heimlichen Wunsch erfüllt, Quotengänge erfüllt. Cool. Action. Jetzt kann ich mir was Neues holen. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Bedrohen. Unfeine Geste. Karatebewegung. Körper präsentieren. Entschuldigen. Prallen. Küssen. Kuss zuwerfen. Umarmen. Aber wir sind ja perfekt romantisch, ne? Haben wir ja schon am Anfang beschlossen. Also nehme ich Küssen. Küssen? Ja. Was haben wir? Okay, dann haben wir noch 15 Punkte. Das war's. Good action. Achso, fuck. Ich wollte weitermachen. Quote. Ja, hier siehst du, wie viele Quotenpunkte du hast. Ja, hatten wir doch schon, Mann. Was los? Ich will weiterzocken. Action? Ja, das hast du bereits gekauft. Ja, und jetzt nicht genug Quote. Wow. Ich komme mir gerade ein bisschen dumm vor. Ach! Umziehen, Folge wählen, Spiel speichern, verdrehte Handlung. Verdrehte Handlung? Verdrehte Handlung. Verschwörung, okay. Freundlich, neue Wohnung, romantisch, bedrohlich, Motor... Oh, Motorrad! Boah, geil! Wir können uns hier wieder ein Motorrad gönnen. Hammer! Okay, wir nehmen mal die Folge. Pass mal auf, Angriff der Außerirdischen. Von Gangstern vergraben. Staffel 1, Staffel 2. Das ist richtig cool, ey. Von Gangstern vergraben. Ja, okay, laber mich nicht zu, Mann. Sehen wir uns die Show an. Ach, die Grusels, leck mich. Die gab's ja auch in Sims 2. Also im PC-Spiel. Ich glaube, die waren in schönsichtigen oder sogar in merkwürdigen Pausen. Ich weiß es nicht. Mit Augenpanzer. Ist das kacke. Ich meine. Imperator Sizzle. Alter, Sizzle. Das waren doch diese, früher diese Sizzle-Perlen oder sowas, womit wir uns Fähigkeiten kaufen konnten. Oder Xizzle-Perlen, ich weiß nicht mehr. Und erstmals mit Herbert 1, produziert von Chirosenkappe. Von Gangstern vergraben. Geil. Klopf, klopf, Finsling. Stirnacken Jimmy ist da. Kannst du bitte wieder gehen? Ne, ich gehe da jetzt nicht dran, ist mir scheißegal. Lass uns eine Flasche Wasser trinken. Klopf, klopf, Winzling, ich bin immer noch da. Ja, mir egal. Ich bin beschäftigt. Wie, siehst du das nicht? Alles mitten in der Last. Nur los geht's. Penn ist mir völlig egal. Ne, tschüss. Klopf, klopf. Ne, ich geh jetzt schlafen. Ich ignoriere dich einfach, du Arsch. Klopf, klopf. Okay. Ich geh ja schon ran, ey. Klopf, klopf. Der war jetzt echt fast 2 Stunden hier. Okay. Was geht ab? Nette Bude für jemanden, der erstmal ohne Job und Ruf in die Stadt gekommen ist. Was geht hier ab? Du raubst doch keine Leute aus und verkaufst das Diebesgut, oder? Du weißt schon, Koffer und so. Junge, ich zeig dir gleich meinen Koffer. Tu nicht so scheiße, Herbert 1. Ich hänge mich an dich wie eine Klette. Und du gehst nirgendwo hin, bis ich Bescheid weiß. Nicht die Klette, den Koffer. Wenn du nicht redest, gehe ich nicht, kapiert? Alter, du kriegst direkt aufs Maul, Junge. Mit ruhiges Gespräch. Wie? Stress, Junge? Komm her. Du riechst wie Müll. Ich bring dich in eine Müllverbrennungsanlage. Oh, es hat nicht geklappt. Yo, bist du nervig wie eine Fliege, Bruder. Ja, das funktioniert. Ich nerv dich immer noch, du Arsch. Ach, das funktioniert nicht immer. Guck mal, ich pack meinen Finger an deinen Kopf. Ey, hör mal auf, Junge! Ich verbrenn dich, wenn du nicht da paust! Ey, leck mich! Ey, du bist gar nicht so heiß, ja, das stimmt! Ey, warte mal! Du bist wie Hades! Nur ohne Feuer auf deinem Kopf! Ja, okay, der war schlecht, das gebe ich zu. Ich pack meinen Finger in dich rein. Oh, Mann. In dein Auge. Oder in deine Nase. Oh, ja, stimmt, lol.
Fang, Jimmy, aus dem Weg! Halte auf! Ah, ist dir schon gut, Mann. Ich weiß, dass du den Koffer nicht geklaut hast. Ich habe ihn schlicht und einfach verloren. Boah, wie kacke bist du eigentlich. Heute hat mir so ein Kerl einen Koffer in die Hand gedrückt. Ich sollte ihn sofort beim Don abliefern. Aber zuvor hatte der Don mir bereits das Päckchen gegeben. Ich kann leider nicht ins Detail gehen. So läuft das halt bei Don. Aber ich hab's erledigt und jetzt muss ich den Koffer bringen, ne? Hilfst du mir ihn zu finden? Ich helfe dir gar nicht, geh mal weg. Dol, ich kann dir so viel sagen. Ich ging nach dem ersten Job in die Kneipe. Da hatte ich den Koffer noch. Aber als ich spät im Pfandhaus ankam, war der weg. Da drehte ich durch und kam hinterher und so. Vielleicht kannst du ja mit den Don reden, ich trau mich nicht wirklich. Alter, was für ein Faggot. Na schön, wollen wir ihm mal helfen. Selig sind die geistig arm. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich diesen lame Spruch recht gebracht habe. Egal, weiter geht's. Die geilen Dosen nehmen wir uns mit. Und was will er jetzt von mir? Ich soll mit dem Don reden. Gewinner Frankie Fusils Vertrauen. Suche im Phantos eine Kneipe nach Hinweisen, finde den Koffer und bring ihn zu Jimmy Boy. Okay. Na dann, wir haben noch 100 Simoleons. Lass mal sehen, was im Phantos so abgeht. Teddybären, Ballons, mysteriöser Wandschmuck. Alter, wie teuer das alles ist. Geh mal weg. Na gut, mal sehen, wo wir überhaupt hin sollen dafür. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen rum. Dun, 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 dun. Was war das denn bitte? Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Achso, das war ein Raumschiffteil, selbstverständlich, klar. Was geht ab? Sag mir Bescheid, wenn du da draußen irgendwelche Riesenskorpione siehst. Ich glaube, ich habe alle vernichtet, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Was geht ab? Tja, und seitdem lebe ich in Merkwürdighausen. Da war die Farbe noch gar nicht erfunden. Als ich noch jung war, war alles grün und weiß. Das stimmt. Schlag's doch nach. Okay. Sehr merkwürdig hier in Merkwürdighausen. Danke, Co., für deinen überaus wertvollen Beitrag. Eine Kuhglocke. Ist etwas dunkel, aber egal. Möchtest du Frühjahrsputz spielen? Ja klar, warum nicht? Wir brauchen den Cash. Frühjahrsputz! Hilf Sigi seine Farbe zu reinfüllen, dann kann ich damit Mist spielen. Ja, okay. Hui! Okay, wir müssen also Mist mitnehmen. Das ist interessant. Erinnert mich ein bisschen an, das Rasenmäher-Minispiel. Ist ja locker easy, ey, das Game. Jetzt werden wir irgendwie so bezahlt, ein Kanister, ein Simoleon oder so was Lames. Ich seh's doch schon kommen. Fuck, die Kuh ist 2 MLG. Okay. Oh mein Gott. Ah, nein! Okay, ich kann einfach so wegjumpen. Das ist ziemlich fresh. Sammeln wir all den Code. Das ist lustig, weil ich bin Closetto und ich suche nach dem Code. Haha, versteht ihr? Klo und Code und... Ja, Spielende. Danke, danke. Ah, 16 Monate ist okay. Hä, aber das hat keine Ingame-Zeit gekostet, das Minispiel. Das ist interessant. Dass sie sich dazu entschlossen haben, dass das keine Ingame-Zeit kosten soll. Aber hier ist irgendwie nichts. Wir sollten uns einen anderen Weg suchen. Was ist das denn für ein Ort? Irgendwie darf ich das Spiel so ein bisschen ganz minimal an Fallout 3. Ich weiß nicht. Ah, hier können wir unseren Kampf kaufen. Ja klar, weg mit dem Shit.
Na, na, na. So, bam. Haben wir ein bisschen Cash gemacht. Bam, 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 bam. Was haben wir hier? Yo, ist hier wer? Oh ja, tatsächlich. Bodengang machen, okay. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich machen will. Wir reden einfach mal freundlich mit diesen Typen. Yo! Ey, Papageien sind voll cool, Alter. Papageien sind voll scheiße. Ey, kennst du den mit dem Hut? Alter, das ist voll scheiße. Aber der mit dem Hut ist richtig cool. Alter, ist voll scheiße. Alter! Der Witz mit dem Hut! Oh, yo, jetzt check ich den. Ja, geht doch, Mann. Ich habe meinem Papagei gesagt, dass ich ihn liebe. Oh, finde ich scheiße. Ey, Papageien sind cool. Nee, finde ich nicht. Papageien können fliegen. Nein, tun sie nicht. Okay, ich habe ein Papagei, ich bin ein Pirat, Arre. Nein, bist du nicht. Oh, Mann. Wenn ich einen Hut auf hätte, würdest du nicht merken, wie cool meine Haare sind. Du hast dich blamiert. Verdammt. Okay, hey. Der Papagei nochmal, ne? Alter, lass mich mit deinem Papagei in Ruhe. Alter. Papagei können auch Botengänge machen. Alter, können die nicht. Guck mal, so ein Papagei. Der ist mal losgeflogen und dann habe ich so eine Feder gefangen von einem Papagei. Alter, eine Feder, geil. Ja, ne, geil. Alter, ein Papagei ist, glaube ich, die Wiedergeburt von Chuck Norris. Ja, was macht denn, lol? Papagei, kannst du dir nicht ansehen, wenn du so eine Schwarz-Weiß-Sicht hast. Alter, was laberst du? Scheiße. Papagei haben viele verschiedene Farben. Yo, nee. Mann, wie lange muss ich das denn jetzt noch machen? Oh ja, Papagei sind toll. Ja, Papagei sind toll. Nein, sind sie nicht. Oh. Würde sich wenigstens die Sprachblase mal ändern. Das wäre doch super. Oh, egal, Papagei, Leute. Papagei ist einfach der geile Shit. Alter, hast du dir mal Gedanken über Papagei gemacht? Nö, Papagei ist voll scheiße. Okay. Ich hab einen Papagei in Risen 3. Nee, hast du nicht. Okay. Papagei, Alter, hör auf, Mann. ja, Leute, ich glaube, das wird erst richtig cool, wenn wir halt mehrere Sachen machen können, nicht nur zwei. Das ist nämlich ziemlich lame. Da fand ich das vielleicht auch ein bisschen besser, wenn man halt in der Erb so mehrere Optionen hatte und man die immer refreshen konnte. So, was man machen kann. Das war, glaube ich, ganz cool. Alter, das war knapp. Wir sind fast gestorben. Simon Paco. Nein, Sim Paco, irgendwas vergeteilt. Yeah! Cool. Gehen wir weg. Dass überhaupt die Leute noch um diese Uhrzeit wach sind, ey. Oh ne, sorry Leute, meine Nase wieder ekelhaft. Gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht wohnen ja hier diese Mafia-Menschen. Das ist auf jeden Fall irgendwie seltsam aus hier. Yo, was geht ab? Ich rede viel lieber mit Pflanzen als mit Menschen. Sie begreifen einfach viel schneller. Ja, Pflanzen, toll. Lass uns ein romantisches Gespräch versuchen. Oh! Ich mag dein farbliches Outfit. Oh nee, okay. Kommst du aus der Hölle? Denn du bist so heiß. Oh jo. Ja, Leute, die geilen Flirt-Sprüche. Komm, wir schleckern sie sofort ab. Oh, schleckern! Nee, nee. Ja, ich finde auch, Bisasam ist die beste Wahl als Kanto-Starter. Oh, nee. Ich mag deine langen Haare.
Okay, du hast ein ungesundes Gesicht. Oh mein Gott, Leute, das ist ja noch viel behinderter als die anderen Gespräche. Vor allem, die rejected uns ja richtig hart. Die hat ja gar keinen Bock auf uns. Alter, können wir bitte wieder gehen? Kann ich dich bitte R und L1 gedrückt halten und dann wegrennen? Oh, ich kann einfach B drücken. Okay, cool. Good job. Good job, Herbert 1. Sie steht richtig hart auf uns. Aber das hat meine Bedürfnisanzeige nicht wieder gefüllt. Das ist interessant. Alter, kann ich mich bitte irgendwann teleportieren in dem Spiel? Kann ich mich jetzt... Gibt es ein Schnellreisesystem? Das möchte ich gerne wissen. Weltkarte. Nee, gibt es leider nicht. Okay. Aber da haben wir doch Frankie Fussels Haus. Alter, der war genau nebenan. Ich glaube, erstmal durch die ganze Welt, der war genau nebenan. Geil. Einfach nur geil. Ja, mit dem sweeten Boy reden wir auf jeden Fall noch. Dun, dun, dun. Ich mag die Musik, aber die Sims-Spiele hatten ja nie sonderlich schlechte Musik. Die Musik war mal ziemlich gut. Gibt's eigentlich was Neues im geilen Pfandhaus? Nein? Okay, cool. Ballons für fast 1000 Simoleons. Wollen die mich verarschen? Nein, nein, nein. Ey, Mann, ich weiß, ich hatte nur einen kleinen Ausflug. Ich bin gleich wieder weg. Ey, ich bin gleich wieder da. Was auch immer. Ich bin gleich wieder weg. Ist das auch. Was liegt dann? Sei ehrlich zu mir, Herbert 1. Du findest diesen Aufzug lächerlich, ja? Ist okay, du kannst mir sagen. Nein, warte, vergiss es. Du siehst scheiße aus. Ah! Dun, 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 dun. Hallo? Jemand in der Hut? Meine besten Freunde? Hallo? Alter, hier ist ja niemand. Oh. Alter, wieso haben die so ein großes MLG Pro Haus und nicht so ein Kackhaus? Was geht ab, Bruder? Was liegt dann? Alter Freund, du bist gekommen, mit mir zu sprechen, was? Um mir an diesem glorreichen Tag gute Geschäfte zu wünschen. Mein Koffer verloren, Jimmy? Ah, der hat doch noch nie viele Möhren. Was hat er jetzt, jetzt wieder zu jammern? Er will, dass du ihm bei dem Job hilfst, den er für mich erledigen soll? So arbeite ich normalerweise nicht, aber wenn die Informationen dir helfen, den Koffer wiederzufinden. Ich sag dir was, meine Tochter Ara, sie ist seit einigen Wochen recht trübsinnig. Wenn du sie aufheitern kannst, helfe ich dir. Kapisce? Okay. Mal sehen, rufen wir mal Ara an. Objekt geben, nee, lassen wir das mal. Muss ich das mal über das Menü machen? Anscheinend, okay. Zack. Freude anrufen. Ara. Keiner geht rein. Alter, die hasst mich so hart, ja. 7 Uhr irgendwas und die geht nicht ans Handy. Okay. Lass uns sie jetzt für immer meiden. Das geht so nicht. Ne. Und noch anderes Spielen würden wir jetzt schon längst stinken. Wir hätten Heimweh, Hunger, die Welt würde untergehen, aber hier ist alles so gechillt. Finde ich gut. Wir gönnen uns erstmal einen Snack. Down, down, down. Ja, noch was trinken, kann man sich ja auch mal gönnen. Erstmal schlecken, ja. Alter, das Ding ist ernsthaft im Arsch, oh mein Gott. Ja, stirb doch, nice. Du bist so mächtig geworden. Unsere Quoten sind dank deiner kleinen Todesszene gesunken. Die Zuschauer wollen einen starken Helden, keinen weinerlichen kleinen Zwerg, der alle 10 Minuten in Ohnmacht fällt. Alter, ich wurde gerade geschockt. Ich bin fast gestorben. Sei mal nett zu mir. So ein Arschloch. Nee. Scheiß mach deine Sendung. Ich geh jetzt schlafen. Hä? Tschüss. Nee, so geht das einfach nicht, ja? So geht das einfach nicht. Ach ja, und ich merke gerade, ich hätte mir hier echt noch ein bisschen, Kram hinlegen sollen. Also Taschentücher hinlegen sollen, weil meine Nase wieder hart stirbt. Aber egal, Leute. Ich halte aus für euch. Ja. Dun, dun, dun.
Vielleicht sollten wir mal, keine Ahnung, eine Bibliothek suchen oder sowas und erstmal ein bisschen besser werden in Sachen reparieren. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Vor allem, wie oft passiert das denn schon, dass du einfach den Kühlschrank aufmachst, die Essen rausnimmst, es ist vor dem Kühlschrank und der dann kaputt geht? Das ist kein realistisches Szenario hier, Leute. Kein realistisches Szenario. Ja, okay, ich suche Realismus bei Videospielen. Trotzdem. Ara, wo bist du? Wo bist du, mein Sohn, der liegt? Hatte ich dich noch andere Aufgaben? Für den Koffer. Suche im Pfandhaus. Und in der Kneipe nach Hinweisen. Okay, wir gehen mal zum Pfandhaus. Und zur Kneipe. Hinweise. Ja klar, gehen wir einfach da rein. Der Puppe macht das nichts. Oh! Hier in der Ecke hat wohl niemand Sand verloren. Sand? Willst du mich verarschen? Ja, das war schlau. Okay. Ist sie kein Weiß? Hat das gezählt? Okay, gehen wir erstmal zur Bar. Ob es mir irgendwas bringt, die Glocke zu läuten? Das ist eine gute Frage, finde ich. Noch mehr Sand. Noch mehr Sand. Das sind wohl noch ein paar rote Farbspritzer und ein bisschen Glas von einem Scheinwerfer oder so. Okay. Na gut, gucken wir mal, ob wir Ara anrufen können. War da echt Sand im Koffer? Ist das deren Ernst? Das kann ich mir kaum vorstellen. Naja, die ganze Gegend ist hier voll mit Sand, deshalb. Gib mir mal ein geiles Wurzelbier, mein Schatz. Danke. Das schnabuliere ich jetzt genüsslich. Ach ja. Okay. Hier ist noch so ein Ding. Ara, wo bist du? Bist du Ara? Nein, Herbert, dann lass mich einfach in Ruhe, okay? Ich habe Kopfschmerzen, deine Füße tun weh und ich habe zu viel Knoblauch gegessen. Wenn du so reden willst, such jemand mit anderen. Okay. Was geht ab? Oh nein. Alter. Der Papagei, ne? Ist geil. Oh fuck. Lol, kennst du den von dem Hut? Ja, voll cool, Bruder. Alter, den hat sie wohl schon gehört. Oh mein Gott, ist das eklig. Also ich glaube, dieses System habe ich zwar am Anfang richtig cool gefunden, aber ich weiß nicht. Jetzt bin ich doch nicht so ein großer Fan davon. Ich glaube, es wird super cool, wenn man halt mehr Kram freischaltet. Ich frage mich, ob man aber nur für eine Tätigkeit, also für freundlich, für bedrohlich und für romantisch nur 5 Felder hat. Nur 5 Fähigkeiten darin. Das ist ja ein bisschen lame. Aber wer weiß. Ja, ich glaube, es wird so sein. Alter, der Hut. Ja, jetzt lache ich auf einmal cool. Alter, der Hut. Nee, kein Hut mehr. Okay. Aber der Papagei. Nee, kein Papagei mehr. Alter, Papagei. Ja, voll cool, der Papagei, Bruder. Yeah. Yeah. Friendzone. Mir ist so langweilig. Ich wollte ja ins Casino gehen. Mein Vater hat mit dem Besitzer eine Vereinbarung getroffen. Deshalb lassen sie mich nicht rein. Ich würde mich hereinschleichen, aber dieser Kerl mit Kappe und schwarzer Jacke verfolgt mich schon die ganze Woche. Er ist dir vielleicht schon aufgefallen. Er ist ein unschwerer zu übersehen. Ich glaube, mein Vater hat ihn angeheuert. Damit er aufpasst, dass ich keinen Ärger bekomme. Aber wenn du ihn ablenkst, vielleicht für 2 Stunden oder so, kann ich mich ins Casino schleichen und spielen und wieder zurückkommen. Tu das für mich, dann helfe ich dir. Vielleicht bringe ich meinen Vater sogar dazu, dich zu mögen. Wäre ja möglich. Was denkst du? Ja, ich weiß nicht, ob dein Vater wirklich so interessant ist für uns. Oder ist der Bruno Boy, der hat natürlich direkt sich einen neuen Job geholt. Aber Leute, ich würde sagen, wir beenden das hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr ein Let's Play von diesem Spiel haben wollt, dann sagt mir Bescheid. Und ja, sonst schaut auch in die anderen Projekte rein. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.